Hallo Leute, ich bin Eva, willkommen bei Alles Eva. Heute ist wieder der erste Schultag und ich will schon wieder Ferien haben. Das bringt mir jetzt aber nichts. Ich werde heute so einen kleinen Vlog machen, ich nehme mich mit durch meinen Tag und ich würde sagen, ich mache mich jetzt schon mal fertig. Nach dem Aufstehen mache ich als allererstes nochmal meine Rollläden hoch und lüfte. Dann geht's für mich ab ins Bad. Ich habe bemerkt, meine Zahnbürste war leer, also habe ich die erstmal geladen. Putzt ihr euch eigentlich vor oder nach dem Frühstück die Zähne? Jetzt ziehe ich mich erstmal um. Ich ziehe mich jetzt erstmal an und wie normal habe ich mir schon fit ausgesucht. Das habt ihr auch schon mal in einem Video gesehen. Und zwar einfach diesen Pulli und dann noch eine einfache Jeans. Hier meine Lieblingsperlkette und dann noch ein paar Kreolen. Ich habe gerade irgendwie Bock auf eine coole Transition. So sieht jetzt das fertige Fit aus. Ich denke, das ist eigentlich richtig sweet. Und dann natürlich ohne Schlappen, nur die sind gerade sehr bequem. Ich werde jetzt erstmal meine Haare kämmen und dann noch meinen Topf aufmachen. Das erzähle ich euch eigentlich immer so oft, aber ich würde es wirklich empfehlen, abends die Haare nochmal zu flechten. Morgens gibt es dann einfach richtig schöne Wellen. Und auch noch, wenn die Haare dann noch so ein bisschen feucht sind. Leute, glaubt mir, es wird schön aussehen. Nur bei mir halten meine Locken dann nicht wirklich sehr lange. Also ist dann nur so morgens. Und wenn ich dann schon kämme, sind die leider raus. Meine Curtain Bangs werde ich jetzt auch euch noch nicht stylen. Jetzt wird erstmal grob gekämmt. Weiter geht's. Sonst die Kamera halten. Und zwar mit meinem Stativ. Hallo, das Stativ. Oh ja, meine Kamerafrau. Lass es dir schmecken. Danke. Schatz. Dir auch. Danke. Wir sind jetzt wieder unten. Ich werde mich jetzt noch so ein bisschen leicht schminken und zwar einfach so Concealer und dann nochmal so Wimpern curlen. Und später werde ich dann nochmal meine Curtain Bangs stylen. Dann zeige ich auch immer, wie ich die so style. So, wir fangen dann jetzt erstmal an. Mir wieder mein Frog Headband. Oh mein Gott. Ich habe gerade so ein Sunset-Licht an. Und das könnt ihr leider gerade nicht so gut sehen. Aber warte mal, ich zeige euch das einfach. Ich finde, das sieht hier einfach irgendwie so aesthetic aus gerade. Oh mein Gott. Das ist gerade einfach so ein Vibe. Ich benutze mal diesen Concealer. Eigentlich für eine Weile habe ich immer den von Florence benutzt. Nur ich habe dann nach einer Weile bemerkt, dass der immer an meiner Haut so flaked irgendwie. Dass er dann so abgeht. Und dann habe ich dann viele Concealer-Schuppen. Deswegen habe ich dann jetzt angefangen, diesen hier zu benutzen. Und der ist viel besser. Vielleicht ist es einfach nur meine Haut, aber kann ich nicht wirklich so doll empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich sehr necessary ist, ob man das wirklich machen soll. Aber ich benutze immer so ein Wasserspray, um hier einen Schwamm nass zu machen. Keine Ahnung, ich finde das irgendwie cool und da fühle ich mich richtig fancy. Ist jetzt nass und ich finde, da kann man auch einfach Concealer besser verblenden. Okay, und dann jetzt curl ich mir noch meine Wimpern. Für eine Weile habe ich eigentlich keine Wimperntusche benutzt, weil ich finde, Wimperntusche sieht eigentlich nicht sehr natürlich aus und dann hat es auch immer so Brocken. Ich mochte es eigentlich nicht so, aber ich benutze jetzt mal diesen hier. Und den kann ich euch richtig gut empfehlen. Der sieht richtig naturell aus. Gerade habe ich irgendwie keinen Bock auf Wimperntusche. Also curl ich mir jetzt nur noch meine Wimpern. Und als letztes nehme ich mir noch ein bisschen Lipgloss. Und zwar diesen Juicy Bomb. Und ja, ich weiß, das ist eigentlich so ein Weihnachts-Juicy Bomb. Den habe ich von meinem Adventskalender bekommen. Und den werde ich auch noch benutzen. Ich finde, der hat so eine richtig schöne Farbe.
Okay, jetzt mache ich mir meine Haare. Ich stecke jetzt erstmal den restlichen Haaren weg, weil ich will ja nur meine Curtain Bangs stylen. Ich werde jetzt auch übrigens ganz viel in den Spiegel schauen, weil in der Kamera kann man es einfach nicht so gut erkennen. Ich will schon, dass man meine Haare gut sehen kann. Also vielleicht rücke ich mich einfach so ein bisschen nach hinten. Ja, da kann man jetzt aber nicht meinen Kopf sehen. Okay, das müsst ihr einfach mal ignorieren. So. Die erste Seite ist schon mal fertig. Ich benutze übrigens hier Cloud9 Glätteisen. So, ich zeige euch das einfach mal. Das schwierigste Teil ist, es mal wieder ordentlich zu kriegen. Oha, was habe ich denn hier gemacht? Also, man muss so dreimal drücken und dann geht es schon an. Ich mache es eigentlich immer ein bisschen anders. So, ich gehe dann einfach runter und am Ende drehe ich dann einfach hoch. Bin gleich wieder da. Das ist jetzt der fertige Look. Warte mal. So, da kann man es jetzt noch ein bisschen besser sehen. Also das ist jetzt der fertige Look. Ich finde, es sieht eigentlich richtig süß aus. Und ich habe schon gleich Schule, also muss ich losgehen. Okay, also sehr nice. Das kann man gerade nicht sehen, aber da ist sehr viel Wasser auf dem Boden. Sehr guter Start. Okay, also während ich jetzt erstmal hier den Boden wieder sauber mache. Mir ist gerade meine Flasche nämlich runtergefallen. Oh Mann, jetzt sind meine Schuhe nass. Okay, also ich bin gleich wieder da. In meinem letzten Video habe ich ja nochmal gezeigt, wie ich meinen Schulranzen verpacke. Und dann ist mir abends mal eingefallen, eigentlich macht es hier überhaupt keinen Sinn, weil heute habe ich Homeschooling. Und zwar jeden Tag nach den Ferien macht unsere Schule so ein kleines Projekt, so ein Pilotprojekt. Da haben wir mal so Homeschooling auf Teams. Aber das ist nicht immer so. Beispielsweise morgen sehe ich dann schon wieder meine Freunde. Manchmal habe ich auch an anderen Tagen Homeschooling und heute ist so ein Tag. Ich finde, das ist eigentlich richtig cool, weil heute, so direkt nach den Ferien, muss ich mich wieder so in den Schulrhythmus so reinbringen und dann kann ich schon morgen wieder meinen Freund sehen. Also eigentlich richtig cool. Ich werde jetzt noch so ein bisschen mitfilmen, wie ich Schule mache. Und zwar gehe ich dann gleich meine Teamsbesprechung. So, ich muss jetzt nur noch ein bisschen vorbereiten. Ich nehme nämlich immer vor, erstmal alles hinzulegen, dann muss ich das nicht mitten im Unterricht machen. Ja, ich habe 4 Stunden Englisch und 2 Stunden Mathe, noch 1 Stunde Deutsch. Okay, also heute nur Hauptfächer. So, das ist trainiert. Ich glaube, ich bin noch einmal trainiert. In Mathe kriege ich eigentlich nur so Arbeitsblätter, also muss ich da nichts rausholen. So, hier ist mein Mäppchen. Und okay, ich bin schon zu spät. Da muss ich mich jetzt einfach ein bisschen beeilen. Ja, Cutbacks und Headphones, nicht sehr schön. Das kann ich mir vielleicht merken. Ich habe jetzt 20 Minuten Pause und wir holen uns jetzt zusammen Snack, weil ich habe schon irgendwie richtig Hunger. Ich habe mir jetzt einfach so eine kleine Waffel geholt. Die sind eigentlich richtig lecker. Ich habe so viele von denen, also dachte ich, esse ich auch mal eine. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen chillen. Ich glaube, ich werde immer noch meine Aufgaben weitermachen, weil wir müssen wirklich viel machen. Also würde ich sagen, melde ich mich gleich nochmal und ruhe mich sonst noch ein bisschen aus. So, Schule ist fertig. Vielleicht sah es jetzt für euch so aus, als hätte ich direkt nach der Pause schon aus. Nur ich hatte dann noch ganz viele Intensivstunden. Im Prinzip sind bei uns die Intensivstunden, wir machen alles intensiver und halt noch ein bisschen schwieriger. Und es war richtig stressig, also hatte ich überhaupt keine Zeit, mal was für euch aufzunehmen. Wenigstens habe ich jetzt Schule aus. Mittagessen? Übrigens werden wir jetzt kalt essen, weil wir wollen später nochmal essen gehen. Ich muss euch jetzt was sehr, sehr Trauriges sagen. Ich weiß nicht warum. Hier, schaut mal, meine Curtain Bangs, die sind wieder gestylt. Ich weiß nicht warum, aber bei meinen Haaren halten einfach so Frisuren nicht. Ich glaube, ich weiß es auch nicht warum. Aber erstmal, Bon Appetit. Also ich nehme einfach ein bisschen Cheddar und schreibt mir nochmal in die Kommis, ob ihr gerne mit oder ohne Butter euer Brot schmiert. Ich normalerweise ohne. Keine Ahnung, ich finde, das schmeckt irgendwie komisch. Und dann natürlich... Hallo? Postmann ist da. Oh nein, verrat nicht der Ava, dass sie vom Postmann ist. Oh. Danke für die Pakete, mein Schatz. Magst du dich gerade zu uns setzen und mitessen? Ich muss arbeiten, leider. Okay, na dann. Viel Spaß. Hat der Papa dich abgelenkt? Tja, was ich sagen wollte ist, und dann noch ein bisschen Gemüse. Ja, oder besteht die Kamerafrau drauf? Ja, und natürlich noch Trauben. Trauben sind nämlich sehr. Und verrat dem Papa nicht, ne, das mit dem Postmann, das bleibt uns ein Geheimnis. Jupp. Oh, jetzt nochmal eine Frage. Schneidet ihr immer euer Brot entweder so Dreiecke oder so länglich? Ich hätte gesagt Dreiecke. Ich finde, Dreiecke sind einfach mehr fancy. Okay, dann jetzt
Guten Appetit. Ich bin wieder unten, habe jetzt auch schon Mittag gegessen. Nur leider muss ich jetzt erstmal Hausaufgaben machen und meinen Schulranzen packen, weil morgen habe ich kein Homeschooling und zwar da habe ich wieder Präsenzunterricht. Aber erst, was ich machen will, ist hier so mein kleines Hauskalender-Ding, so nenne ich's. Und ich weiß übrigens nicht, warum da der 10. Januar ist. Irgendwann mal bin ich wohl in die Zukunft gereist. Heute ist also bei mir, warte mal, wo ist die 9? Hier ist die 0. Also bei mir ist heute 9. nicht April. Okay. Ich muss erstmal nachschauen, welche Stunden ich überhaupt habe. Okay. So, also als erstes habe ich Navi, Bio, Englisch, Deutsch. Okay. Gassi und dann müssen wir auch nochmal zum Mediamarkt fahren. Zeigen wir. Freust du dich? Nice. Ich nehme an, das waren wir. Schlechte Neuigkeiten. Es regnet gerade. Wir sind jetzt da und mir ist aufgefallen, dass ich total vergessen habe zu erzählen, warum wir überhaupt zum Mediamarkt gehen. Und zwar will ich mir noch einen Lockenstab kaufen, weil ich glaube einfach, mit dem Glätteisen kann ich mir nicht so gut Curls machen beim Curtain Bangs. Drück mir mal die Daumen, dass es da mit dem Lockenstab ein bisschen besser funktioniert. Ich wollte mir noch einen Lockenstab mitnehmen, der nicht zu groß ist, sondern ein bisschen klein. Weil mit den großen Lockenstäben kann ich einfach nicht gut mit umgehen. Und den hier finde ich jetzt super. Diesen hier von Revlon hatte ich sogar mal probiert, aber ich fand diesen Bürstenkopf viel zu groß für mich. Also haben wir den leider wieder zurückgeschickt. Fahrt ihr auch so gerne durch die Wahrstraße? Für mich ist das gerade so ein Freizeitpark. Oh mein Gott, freut mich. Wir sind jetzt wieder zurück und ich habe total vergessen, dass ich bald noch Touch habe. Also muss ich mich jetzt noch ein bisschen beeilen. Aber ich wollte unbedingt mit euch das neue iPhone auspacken. Ich habe das zu Weihnachten bekommen und freue mich jetzt schon super doll. Und ich habe extra gewartet, bis ich das mit euch aufmachen kann. Wir machen das jetzt einfach zusammen auf. Okay, mal schauen. Hier ist es. Warte mal. Okay, seid ihr bereit für ein bisschen ASMR? Immer mein Lieblingsteil. Okay, ich musste gerade den letzten Schritt off-camera machen, weil das musste gerade richtig schnell gehen. Ich wollte hier so ein Panzerglas drauf machen und das musste ich, wie gesagt, richtig schnell machen. Da darf kein Dreck, kein irgendwas drauf. Und so sieht es jetzt aus. So bleibt es jetzt. Ist extra Protection, nur ich denke, dann kann es doch nicht so gut funktionieren. Also benutzen. Weiter geht's. Jetzt machen wir weiter mit dem Unboxing. Hier sind jetzt die Apple-Sticker, glaube ich. Ja, warte mal. Ja. Und hier ist noch ein Kabel. Okay, ich bin richtig aufgeregt. By the way, war das nur ein Witz? Also bleibt es wirklich nicht. Jetzt machen wir es ab. So sieht es dann jetzt aus. Okay, hier sind noch ein paar Blasen. Die probiere ich jetzt erstmal irgendwie wegzukriegen. Jetzt mal. Die Schutzfolie ist jetzt drauf. Handyhüllen habe ich auch gekriegt. Und jetzt muss ich nur noch entscheiden, welche ich als erstes nehmen will. Und ich glaube hier diese blaue. Perfekt. Voll sweet. Passt sogar zu meinen Nägeln. Jetzt muss ich das noch zu meinem alten Handy sinken. Und dann sind wir auch schon fertig. Und ich muss sie erstmal ankriegen. Die Sprache sind hier schon mal ausgewählt. Ich verwende die jetzt. Jetzt müssen wir warten. Ich habe mich jetzt aufs Sofa gesetzt und mache jetzt die Face ID. Und es dauert wirklich viel länger, als man denkt. Ich habe mich jetzt erstmal umgezogen. Und jetzt geht's los. Im Tanz kann ich ja natürlich nicht mitfilmen, aber ich werde auf dem Heimweg mich nochmal melden. Ich probiere nämlich einen neuen Tanzkurs aus und berichte dann auch natürlich, wie es war. Ich bin wieder zurück und muss mich beeilen, weil wir gehen gleich zu einem Restaurant und ich kann ja jetzt nicht wirklich so gehen. Ich habe mal entschieden, mal wieder Ballett auszuprobieren. Das hat überraschend viel Spaß gemacht. Da gehe ich auf jeden Fall nochmal hin. Und ich ziehe mich jetzt erstmal um. Los geht's. Zurück.
verrücktes Essen war richtig lecker, da gehen wir auf jeden Fall nochmal hin. Ist jetzt eigentlich schon richtig spät, also werde ich jetzt nur noch mit meinen Eltern ein bisschen fernschauen und sonst nicht wirklich was machen. Also verabschiede ich mich schon mal. Es hat richtig viel Spaß gemacht, mal wieder mit euch so einen kleinen Vlog zu machen. Das wollte ich wirklich mal wieder öfters machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.